Hallo und herzlich willkommen zum Tacheles Tarek Nummer 10. Es soll heute um das Thema gehen, warum du ein System brauchst. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist der, dass ich immer wieder diese Frage bekomme, ich weiß nicht, wie ich mit den ganzen Informationen umgehen soll. Wir haben folgendes Problem: Wann immer wir irgendwas googeln, merkt sich Google meistens mehr oder weniger, wofür wir uns interessieren. Und da viele, die irgendwie das hier jetzt sehen, sich in irgendeiner Form mit Training, mit Ernährung, mit Fitness, Gesundheit auseinandersetzen, werden sie quasi automatisch sowohl in ihre Nachrichten-Timeline als auch in ihre Timelines in den sozialen Medien Informationen zu diesen Themen gespült bekommen, die sie vermeintlich interessieren. Das Problem dabei ist, dass die Flut an Informationen relativ schwierig zu filtern ist, wenn man kein System hat. Je weniger man weiß über ein Thema, desto schwieriger ist es, ein System dazu zu haben. Deswegen gibt es natürlich Leute, die irgendwie dafür bezahlt werden, die nennen sich dann Trainer oder die nennen sich auch in gewisser Hinsicht Ernährungsexperten oder was auch immer, ein System für sich zu entwickeln, das sie auf der Basis ausgearbeitet haben, der sie sich mit ihrem Spezialgebiet auseinandergesetzt haben. Und dieses System ist hilfreich, um Informationen einordnen und prozessieren zu können, weil du ansonsten niemals in dem Dschungel der Informationen, die sie wirst, zurechtfinden können. Deswegen brauchst du ein System, nach dem du vorgehst. Und dieses System muss zum einen auf den Dingen basieren, die du schon weißt und die du für dich als sinnvoll, richtig und zielführend erachtet hast. Und zum anderen muss dieses System auf Fakten basieren. Mein System ist relativ einfach. Wenn ich von Training spreche, geht es mir immer in irgendeiner Form um Grundmuster der Bewegung, die irgendwie mit einer Progression, also dem Ziel, sich zu steigern, ausgeführt werden. Wenn mich auf dieser Basis jemand fragt, ist mein Trainingsprogramm gut, dann kann ich zumindest sagen, sind die Grundmuster abgedeckt, ist Bewegung da drin oder sitzt du nur an irgendwelchen Maschinen oder machst du nur den hier, hast du eine Progression drin. Wenn all das mit Ja beantwortet wird, ist es in meinen Augen nach den Sachen, die ich für richtig und zielführend halte, ein gutes Programm. Fragt mich jemand, soll ich mir das Supplement GABA kaufen, weil in seine Timeline plötzlich gespült wurde, dass GABA beim Schlafen hilft und er hat doch so große Schlafprobleme, dann würde ich ihn zunächst mal fragen, stimmt deine Hydration, stimmt deine Off-Time, schläfst du überhaupt und kümmerst dich um deine Schlafhygiene oder gehst du jeden Tag um 2 schlafen, guckst davor 4 Stunden Fernsehen, sitzt dann noch mit dem Handy im Bett und schläfst dann irgendwie bis um 10, 12 Uhr. Natürlich schläfst du dann nicht gut. Dann brauchst du aber kein GABA, sondern du brauchst Disziplin, um 23 Uhr deinen fucking Fernseher auszumachen und dein Handy zur Seite zu legen. Das wäre dann mal der Punkt Nummer 1 und du würdest dir eine ganze Menge Geld im Monat sparen. Wenn mich jemand fragt, ist das oder das gesund, dann kann ich nach meinem System sagen, ist es frisch, ist es unverarbeitet, ist es selbst zubereitet und ist es möglichst bunt. Und bunt meine ich nicht durch den Zusatz von Farbstoffen, sondern natürlich bunt. Dann würde ich sagen, geht prinzipiell schon mal in die Richtung. Bedeutet, ist eine carnivore Diät nach meinem Dafürhalten, nach meinem System gesund? Nee, ist sie nicht, weil wenn ich nur Fleisch esse, dann fehlt mir irgendwie ein bisschen was. Ist zwar frisch, möglicherweise frisch, ist zwar möglicherweise unverarbeitet, ist zwar möglicherweise selbst zubereitet, aber bunt ist es in aller Regel nicht so sehr. Wie gesagt, mein System. Funktioniert mein System? Ja, es funktioniert für mich, aber zumindest erlaubt es mir, Informationen aufzunehmen, sie innerhalb meines Systems zu prozessieren und sie dann als hilfreich oder weniger hilfreich zu bewerten. Beispiel mit GABA, wenn ich den Neurotransmitter eigentlich GABA, wenn ich das als Supplement zu mir nehme,
und all diese Punkte sind erfüllt, aber aus irgendeinem Grund ist es so, dass mein Körper ständig zappelig ist, obwohl ich eigentlich müde bin. Ich halte mich aber an eine perfekte Schlafhygiene. Ich halte mich daran, nach kein blaues Licht nach 20 Uhr. Ich schalte das WLAN aus. Ich bin ausreichend hydriert. Ich kümmere mich darum, dass ich Off-Time habe. Ist es dann vielleicht als letzter Schritt eine Möglichkeit, das mit GABA zu versuchen? Ja, dann ist es eine Möglichkeit innerhalb meines Systems. Habe ich alle möglichen Ernährungsweisen ausprobiert und keine hat für mich funktioniert oder keine ist bei mir irgendwie, hat sich gut angefühlt, kann ich es dann mit der Carnivoren-Diät versuchen? Go for it. Try. Wäre in meinem System möglich. Der entscheidende Punkt ist, es gibt so viele Informationen und wir müssen entscheiden, ob sie falsch oder richtig sind. Damit wir entscheiden können, ob sie falsch oder richtig bzw. für uns hilfreich oder zielführend sind, müssen wir diese Informationen irgendwie kategorisieren, verarbeiten und prozessieren, womit ich meine, wir müssen sie gegen die anderen Informationen, die wir haben, stellen und sie prüfen. Und das funktioniert am besten, wenn man ein System hat. Dieses System muss einfach sein, aber es muss eine gewisse Struktur haben. Und die sollte irgendwie jeder, der sich damit beschäftigt, für sich selbst haben. Und wenn er sie nicht selbst hat, dann braucht er eben jemanden, der ihm ein System gibt oder dem dabei hilft, ein System zu finden, das sinnvoll ist. Das ist die einzige Möglichkeit, um entscheiden zu können, ob ein 7-Minuten-Programm in der Fit for Fun ein gutes Programm ist. Nein, ist es nicht. Weil in aller Regel ist ein 7-Minuten-Programm, das in der Fit for Fun steht, ein Programm, was genau auf 7 Minuten ausgelegt ist. Da ist vielleicht Bewegung drin. Vielleicht sind da, wenn es hochkommt, auch Grundmuster der Bewegung drin. Aber da fehlt in Sicherheit Progression. Und deswegen wird ein 7-Minuten-Programm, egal ob es in der Fit for Fun oder wo auch immer steht, mit Sicherheit auf Dauer nicht funktionieren. Deswegen ist EMS-Training für mich auch kein Training, weil Grundmuster der Bewegung in aller Regel fehlen. EMS-Training kann Sinn machen in bestimmten Zusammenhängen. Ich, für meine Verhältnisse und in meinem System, empfehle es nicht als sinnvolles Training für gesunde Menschen, die weder im Bereich High Performance noch im Bereich Rehabilitation oder Bewegungswiederherstellung, Funktionswiederherstellung arbeiten müssen. Für alle, die hier dazwischen, was 99% der Menschen sind, ist EMS-Training mit Sicherheit nicht zielführend und sinnvoll. Ist es deswegen besser als gar kein Training? Ja, es ist besser als gar kein Training, auch innerhalb meines Systems. Es ist eine der schlechtesten Optionen von Training, nach meinem Dafürhalten, innerhalb meines Systems. GABA ist eine der schlechtesten Optionen innerhalb der Regeneration oder sagen wir besser, eine der letzten Optionen innerhalb der Regeneration. Sollte sich irgendjemand von euch eine Terragun für 400 Euro kaufen? Wahrscheinlich nicht, weil ihr erstmal dazu übergehen könntet, für jeden Tag eine 15 Minuten Mobility Routine zu entwickeln, euch regelmäßig mit der Black Roll auszurollen. Es gibt viele Dinge, die ihr davor tun könnt, die günstiger sind als 400 Euro. Sollte irgendjemand von euch dazu übergehen, für 300, 400 Euro im Monat Fleisch zu essen? Wahrscheinlich nicht. Es gibt einige Möglichkeiten, die ihr davor mal ausprobieren könntet, die sinnvoller wären, bevor ihr eine Carnivore-Diät macht, weil ihr das vielleicht bei irgendeinem Podcaster, der relativ berühmt ist, gehört habt. Das ist nach meinem Dafürhalten der Grund, warum, um mit Informationen umzugehen, ein System vonnöten ist, um diese Informationen innerhalb des Systems kategorisieren und prozessieren zu können und dann entscheiden zu können, sind es gute Informationen oder schlechte Informationen. That's it. Passt auf euch auf im Internet und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tarek.